Willkommen in der Open OLAD Academy zum Thema Lernpfad. Im Folgenden geben wir Ihnen ein paar Hinweise zum Umwandeln bestehender herkömmlicher Kurse in Kurse mit Lernpfad. Seit dem Release 15 können neben den herkömmlichen Kursen auch Lernpfadkurse in Open OLAD erstellt werden. Sie unterscheiden sich vor allem dadurch, dass in Lernpfadkursen ein besserer Überblick und eine bessere Steuerung der Lernaktivitäten möglich ist. Es beginnt bei der Anzeige des Lernfortschritts und geht bis zur Regeldefinition, wie Lernfortschritt berechnet wird. In Lernpfadkursen sind im Kurseditor die Reiter Zugang und Sichtbarkeit durch den Reiter Lernpfad ersetzt. Dort können Autoren zum Beispiel festlegen, ob ein Kursbaustein freiwillig oder obligatorisch und bis zu einem bestimmten Datum zu bearbeiten ist. Detaillierte Informationen finden Sie an verschiedenen Stellen unter dem Lernpfad-Icon. Wenn Sie einen neuen Kurs erstellen, wird Ihnen standardmäßig die Erstellung mit Kurstyp Lernpfad vorgeschlagen. Sie können bis auf Weiteres aber auch noch herkömmliche Kurse ohne Lernpfad erstellen. Ältere, bereits bestehende herkömmliche Kurse können Sie in Kurse mit Lernpfad umwandeln. Bei der Konvertierung wird eine Kopie erzeugt. Der Originalkurs bleibt erhalten. Um einen Kurs zu konvertieren, klicken Sie im Autorenbereich auf das Zahnrädchen hinter dem Kurs. Sie finden die Konvertierungsmöglichkeit aber auch unter Administration. Im Kurseditor kann eine Konfigurationsübersicht aufgerufen werden, die einen Überblick über alle Kurselemente und deren Einstellungen bietet. Wir empfehlen Ihnen, diese Konfigurationsübersicht als erstes nach einer Konvertierung aufzurufen. So verschaffen Sie sich einen Überblick. Für Änderungen der Einstellungen kann direkt zum jeweiligen Kurselement gesprungen werden. Eine Anpassung der Einstellungen ist hier auch für mehrere Kurselemente gleichzeitig möglich. Sie können zum Beispiel mehrere Kursbausteine auswählen und in einem Schritt zu Pflichtbausteinen machen. Autoren sollten sich bei der Planung von Kursen mit Lernpfad überlegen, wie sie die Teilnehmer führen wollen. Dazu gehört die Planung, welche Kursbausteine obligatorisch und welche freiwillig sein sollen. Ein Lerner sollte auch immer wissen, was zu tun ist, also klare Anweisungen erhalten. Dies ist umso wichtiger, wenn ein Kursbaustein obligatorisch ist und zwingend abgearbeitet werden muss, bevor weitere Schritte freigegeben werden. Überprüfen Sie Verlinkungen. Sie sollten nicht auf vorläufig noch gesperrte Kursbausteine zeigen. In herkömmlichen Kursen können Sie zur Kursbewertung auf dem obersten Strukturbaustein eines Kurses im Tab Punkte hinzufügen, was zur Kursbewertung beitragen soll. Wird nun ein herkömmlicher Kurs in einen Lernpfadkurs umgewandelt, entfällt dies. Neu selektieren Sie umgekehrt, was von der Berechnung ausgeschlossen werden soll. Wählen Sie dazu im Editor den betreffenden bewertbaren Kursbaustein und den Reiter zur Konfiguration. Dort finden Sie die Checkbox bei Kursbewertung ausschließen. Bei der Konvertierung werden zunächst die Kurseinstellungen unter dem Tab Bewertung auf Default-Einstellungen gesetzt. Sie haben nach der Konvertierung jedoch die Möglichkeit, die neu hinzugekommenen Optionen zu nutzen. Zum Beispiel können Sie in einem Lernpfadkurs bestimmen, ob der Betreuer auch manuell einen Kurs als bestanden einstufen darf.